bist? Trau dich. Du bist ja wohl gegen die Nazis, sonst wärst du nicht hier. Was ist mit dir? Weil ich gegen Nazis bin. Sagst du mal kurz, wie du heißt und wie alt du bist? Ich werde 4 Tage. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Dich wollte ich auch noch fragen. Sagst du kurz, wer du bist? Ja. Ich bin Mustafa Gül, ich komme aus der Türkei. Wir sind heute hier, um gegen Faschisten, Rassisten, überall, egal wo die sind. Wir sind dagegen, liebe Leute. Grüßen Sie Kanzlerin, bitte immer zusammenhalten. Egal wo die Faschisten sind, immer zusammenhalten. Viele Ausländer haben in Deutschland aufgebaut. Unsere Eltern, unsere meisten Großeltern haben Deutschland aufgebaut. So ein paar Faschisten kommen hier und dann wollen Aufstand machen, jetzt sagen hier raus, was haben die denn gemacht für Deutschland? Was haben sie gemacht? Sagen sie mal! Sie schämen! Vielen, vielen Dank. Hier ist noch ein junger Mann. Markus, der Häusler ist nicht akkreditiert. Häusler ist mit uns als Häusler aus. Volksverhetzer. Wir haben ja nichts zu verbergen. Da taucht dann hier jetzt ein Mann auf, Alexander Häusler, der uns natürlich sehr wohl bekannt ist. Ich selbst persönlich hätte ihn sofort rausgeschmissen. Deswegen sehen Sie bei den Bildern auch, wie ich versuche, mich da durchzusetzen. Das hat nichts mehr mit demokratischen Verhältnissen zu tun, sondern Alexander Häusler ist ein Mensch, der also ganz klar durch Desinformation, er würde deswegen auch hervorragend in die DDR passen, vielleicht dann jetzt in die DDR2, die sich ja langsam immer mehr entwickelt, dass der dort desinformierend die Leute mit überall Fotos, die sie auch gleich dann nachher gezeigt werden, in die falsche Richtung bringt und uns unterstellt, dass wir aus der braunen Ecke kämen. Ich habe dabei selbst mitbekommen, wie gerade Häusler dann bei seinen Veranstaltungen immer Wert darauf legt, dass niemand von Pro-NRW oder aus dem Umkreis Zutritt zu seinen Veranstaltungen hat. Ganz einfach, weil er fürchtet, dass man ihn sofort klarstellt und der Öffentlichkeit auch klarstellt, dass er lügt. Dass er also falsche Fakten bringt und verstellende Fakten bringt. Das auf der Basis von Uralt-Fotos, die also mit den heutigen Verhältnissen überhaupt nichts mehr gemeinsam haben. Ich habe dabei selbst mitbekommen, wie gerade Häusler dann bei seinen Veranstaltungen immer Wert darauf legt, dass niemand von Pro-NRW oder aus dem Umkreis Zutritt zu seinen Veranstaltungen hat. Ganz einfach, weil er fürchtet, dass man ihn sofort klarstellt und der Öffentlichkeit auch klarstellt, dass er lügt. Dass er also falsche Fakten bringt und verstellende Fakten bringt. Das auf der Basis von Uralt-Fotos, die also mit den heutigen Verhältnissen überhaupt nichts mehr gemeinsam haben. So, gut, gut. Haben Sie ein Problem damit, das wenn ich hier bin? Nein, nein. Nee? Mir ist nur nicht da, ob ich hier war. Das hatte ich Ihnen doch gesagt. Beim Reingehen haben wir das gesehen. Wir haben uns das ZDF-Team vorgestellt. Und hey, Horst, wir haben uns das doch, in dem Fall hier. Ja, und das ist ja wunderbar. Danke.
Alexander Häusler arbeitet an der Arbeitsstelle Neonazismus der Fachhochschule in Düsseldorf. Die wurde 1987 von Professor Christiane Rajewski gegründet. Die Einrichtung 1994 durch das nordrhein-westfälische Ministerium für Wissenschaft und Forschung dann als Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus und Neonazismus anerkannt, ohne dass man daraus direkt einen Experten machte. So bezeichnet sich Alexander Häusler. Der führt, wie bereits gesagt, regelmäßig Informationsveranstaltungen gegen ProNRW, zu denen praktisch der Umkreis oder die Mitglieder von ProNRW keinen Zutritt haben, führt er durch. Der ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter dieser Arbeitsstelle Neonazismus praktisch dann fortlaufend als Reisezirkus tätig. Er veröffentlicht eine Arbeit über die Pro-Bewegung und deren Rechtspopulismus, indem er sich auf desinformative Fotozusammenstellungen beruft. Darüber hinaus schreibt Häusler allerdings auch für linksextreme Publikationen wie beispielsweise Lotta-antifaschistische Zeitung aus NRW, so können Sie das eingeben im Internet. Sein Boss war zuletzt Wolfgang Dresen. Wolfgang Dresen ist ein deutscher Historiker, geboren 1942, Politikwissenschaftler und Aussteller. Er ist Leiter bzw. Wahlleiter der Arbeitsstelle Neonazismus an der Fachhochschule Düsseldorf. Wolfgang Dresen absolvierte ein Philosophie- und ein Geschichtsstudium. Das hat er in Tübingen und Berlin absolviert. In Tübingen war er bei den linksradikalen Situationisten engagiert. In Berlin gehörte er dem undogmatischen Flügel des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes an. Muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, aus welcher Ecke der Wind also kommt. Von 1968 an arbeitete Dresen als Lektor beim Verlag Klaus Wagenbach, wo er die Reihe Politik und vor der Abspaltung die Rotbücher betreute. Daneben arbeitete er bei der anarchistisch-libertären Zeitschrift Agit 883. Ab 1994 übernahm er die Leitung der Arbeitsstelle Neonazismus an der Fachhochschule in Düsseldorf. Er organisierte dort Ausstellungen unter anderem über die Arisierung Deutschlands während der Zeit des Dritten Reiches, über den Konflikt zwischen Juden und Palästinensern in Israel, sowie eine Ausstellung über den mittelalterlichen Orient anhand einer Geschichte über eine Diplomatenreise im Auftrag wohl Karl des Großen. Tolle dabei ist, Wolfgang Dresen ist Vorstandsmitglied der Partei Die Linke Nordrhein-Westfalen. Sie sehen also selbst, meine Damen und Herren, mit wem Sie es hier zu tun haben, aus welchem Dunstkreis dieser angebliche Experte Alexander Häusler sich undemokratisch gegen die Verfassung und verfassungsgemäße Parteien bewegt. Seit Juli 2008 leitet angeblich nun Professor Dr. Rainer Rotherbund den Forschungswirkung. Den müssen wir mal beobachten, kommt wahrscheinlich aber aus der gleichen linken Ecke möglicherweise, der als Arbeitsstelle Neonazismus in der Öffentlichkeit bekannt ist. Lassen wir mal schauen, wie sich diese Dinge dort entwickeln. Jedenfalls sehen Sie ganz klar, was hier abgeht. Aus der linken Ecke wird praktisch der Kampf gegen rechts geführt, aus ideologischer Sicht zur eigenen Vorteilserlangung. Sind Sie akkreditiert? Ich bin mit dem Herrn Frank akkreditiert im ZDF. Das ist der Herr Häusler, hatte ich dir Markus, gesagt. Der Häusler ist nicht akkreditiert. Häusler, Herr Häusler ist mit uns als Häusler aus. Volksverhetzer. Ja, lassen wir helfen. Wir haben ja nichts zu verbergen. Das glauben Sie mir. So, gut, gut. Haben Sie ein Problem damit, wenn ich hier bin? Nein. Nee? Wie ist nur nicht da, ob ich hier bin? Das hatte ich Ihnen doch gesagt. Beim Reingehen haben wir das gesehen. Wir haben uns das ZDF-Team vorgestellt. Herr Häusler, wir haben uns das ZDF-Team. Doch, in dem Fall ja. Ja, und das ist ja wunderbar.